Lastschadenkollektiv, der euch auch ein bisschen was erzählen möchte. André. Hast du die? Ja, hallo. Ich bin der Vorsitzende des Lastschadenkollektivs und der Sprecher. Und kämpfe gegen die Einheitspolitik hinter Gittern und für die Täter und Todesfälle. Aber wir fordern auch eines, macht es legal. Denn der Drogenkrieg ist verloren. Hier in der BRD werden die Opfer der Drogenpolitik wegen Bagatelldelikte eingesperrt, so dass die Gefängnisse zum Mülltonnen der Gesellschaft werden. 80% der Gefangenen sind Opfer von Bagatelldelikten. Daher, Frau Damigliela-Ludwig, Sie sind dran. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Portugal. Von den Niederlanden ganz zu schweigen, denn Sie sind für das Amt unqualifiziert. Sie haben null Ahnung von den Problemen der Sucht. Sie verteufeln Hasch und Marihuana und Alkohol und Zigaretten bleiben weiterhin eine Einstiegsdroge. Das ist völliger Blödsinn. Dirk Peklas, Bund Deutscher Kriminalbeamter, fordert Entkriminalisierung wie Portugals. Drogentote 1398, kennen wir ja alle. Daher fordern auch wir die Entkriminalisierung, denn ein Mensch, der konsumiert ein, zwei, drei Jahrzehnte, den kann man auch nicht durch Inhaftierung bis zum Tode treiben, durch den Dreck der Straßenlieder. Daher macht es legal. Vorsitzender des Klassenkollektivs. Und wer Interesse hat, am 18. Oktober findet der Gedenktag für die Toten hinter Gittern statt. Bei Fritz Süd, wo Horak Bektas erschossen wurde. Danke.